Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit nehmen, so zahlreich die Zeit nehmen und mir damit Gelegenheit geben, mit Ihnen ein bisschen über ein Thema nachzudenken, das, glaube ich, eine ziemlich hohe Brisanz hat und eine hohe Aktualität, wenn Sie so wollen. Das Thema Zukunft von Führung. Wo geht die Reise hin? Als ich mich mit dem Thema erst so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich die ganze Zeit einen Spruch im Kopf gehabt, wenn Sie so wollen, ein Zitat aus Star Wars. Und zwar sagt der Imperator da irgendwann: Ich spüre eine große Erschütterung der Macht, eine starke Erschütterung der Macht. Und das ging mir eigentlich durch den Kopf und dann dachte ich, kann man das zum Titel machen? Dann dachte ich, nein, das ist dann doch ein bisschen sehr plakativ und rausgekommen ist dann kompetent, kollektiv oder katastrophal. Ich würde Ihnen das Thema gerne in drei Abschnitten vorstellen. Zuerst möchte ich gerne das Thema Führung in den Fokus gesellschaftlicher Veränderungen stellen, weil ich glaube, dass wir vor ganz speziellen Herausforderungen stellen, die sich aus der Dynamik vernetzter Systeme ergeben. Ich würde dann gerne im zweiten Abschnitt nicht nur etwas aus der Theorie erzählen, sondern ein bisschen Ihnen erklären, wie wir dort empirisch vorgegangen sind. Ich möchte Ihnen nämlich im dritten Teil einen kleinen Werkstattbericht geben aus zwei Studien, die gelaufen sind zum Thema gute Führung, und zwar einmal mit Digital Natives Generation Y und zum zweiten mit Führungskräften. Das ist mehr oder weniger aber eine Art Werkstattbericht, das ist noch nicht perfekt. Ich würde Ihnen aber gerne dann erst im zweiten Abschnitt die Methode vorstellen, weil ich glaube, man kann Ergebnisse immer nur einordnen, wenn man weiß, wie sie zustande gekommen sind. Aber lassen Sie mich bei dem ersten Teil einsteigen, Fokus in Führung gesellschaftlicher Veränderung. Ich glaube, und das ist schon fast eine Plattitüde, wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann würde man sagen, wir haben eigentlich alles dafür getan, um die Vernetzungsdichte im Systemwelt zu erhöhen. Und wo immer Sie in einem System die Vernetzungsdichte erhöhen, haben Sie immer einen Nebeneffekt, und zwar erhöhen Sie die Nichtlinearitäten im System, und über die erhöhte Nichtlinearität im System haben Sie eine Explosion der Komplexität und der Dynamik im System. Ich hatte ganz interessanterweise schon 1999 einen Werbespot, der mich eigentlich sehr wach gemacht hat, und zwar ein Werbespot von Sun. Schauen Sie sich den mal an, ist ein bisschen zurück, 13, 14 Jahre rückwärts, und trotzdem trifft dieser Werbespot heute eben doch sehr heftig zu. It has arrived. Listen to me. We have absolutely nothing to fear. We're never going to survive this, none of us. Something so powerful. There's something wrong here. No! Something so advanced that it knows no boundaries. We've got to upgrade the server! It's our only chance! Sun Microsystems presents... The Dot. Your competition will never know what hit them. Eine ziemlich explosive Metapher, und irgendwie hat das jetzt die Führungsetagen deutlich erreicht. Interessanterweise eine uralte Erkenntnis: wann immer sich die Medien ändern, ändert sich die Gesellschaft, und wenn sich die Gesellschaft ändert, dann ändert sich so einiges darüber hinaus. Wenn man sich das im Detail anschaut, kann man sagen, warum ist das Ganze so explosiv? Eigentlich sehr einfach. Wenn Sie in einem System die Anzahl der Knotenpunkte erhöhen, also immer mehr Teilnehmer an irgendetwas beteiligen, wenn es dann immer höhere Spontanaktivität gibt, wenn die Leute also immer eigenaktiver aktiv werden und wenn Sie eine steigende Kopplungsdichte im System haben, dann haben Sie eben genau diesen Effekt einer erhöhten Nichtlinearität. Und da gab es wieder vor einigen Jahren einen Werbespot, der mir das zu Anfang so ein bisschen deutlich gemacht hat. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, naja, das ist doch aber ziemlich überzogen, was Sie da zeigen. Aber wenn Sie sich jetzt mal zurückentsinnen, was dann in der Zwischenzeit passiert ist, dann merkt man, dass das gar nicht so überzogen war. Das Entstehen von Hypes und von Aufschaukelungstendenzen in nichtlinearen Systemen. Diese Idee der Minutenberühmtheit war zu Anfang etwas kurios. Heute, glaube ich, wissen wir alle, dass das eine ziemliche Selbstverständlichkeit ist. Es passiert einfach immer wieder. Aber das Interessante dahinter ist die Systemdynamik. Wo immer Sie die Vernetzung erhöhen, entstehen solche Effekte. Und wenn Sie solche Effekte haben, haben Sie einen extremen Übergang in den Systemen, weg von der linearen Systemdynamik hin zur nichtlinearen Systemdynamik. Ich habe vor 10, 15 Jahren immer ein Pendel mitgebracht. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, dieses Chaos-Pendel. Und ich habe damals immer gesagt,
versuchen Sie mal mit einem solchen nicht linear rückgekoppelten System eine Zielvereinbarung zu machen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, weil die Dinge sich hochgradig unvorhersagbar verhalten. Und das, was damals vielleicht noch über so ein Pendel gezeigt werden konnte, kann man heute in der Wirklichkeit an jedem Tag erleben. Es wird unglaublich schwer, die Dinge vorherzusagen. Gestatten Sie mir einen kleinen, etwas schwer vielleicht wahrnehmbaren, aber für mich ganz interessanten Film. Und zwar ist das die Entwicklung von Android. Dieses Betriebssystem für Smartphones, wie sich das sozusagen entwickelt hat. Schauen Sie sich einfach mal die Zeitreihe an. Und da gibt es einen Punkt, auf den ich gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Schauen Sie das an. Sie haben sozusagen zuerst eine lineare Entwicklung der Zunahme von Android. Und jetzt schauen Sie sich mal hier irgendwann den Punkt an. Da war das. Da hat sich das dann innerhalb von ganz kurzer Zeit über die ganze Welt ausgebreitet. Und jetzt versuchen Sie mal, einen solchen Punkt der Entwicklung vorherzusagen. Das können Sie schlicht und ergreifend vergessen. In diesen Systemen geht Vorhersagekraft deutlich zurück. Und solche Resonanzwellen sind absolut typisch für die Systeme. Hier haben wir das Beispiel der Resonanzwelle nach der Ankündigung von iPad. Da hatten wir innerhalb kürzester Zeit eine gigantische Menge von Tweets, die in den Netzen rundgegangen sind, und dann hatten sie so eine Art von Resonanz dort. Da konnte sich Apple eigentlich sicher sein, dass die ganz erfolgreich sind mit dem, was sie da gemacht haben, weil so eine Aufschaukelung zustande gekommen ist. Anderes Beispiel, was, wenn Sie so wollen, sogar ein ganzes Geschäftsmodell angegriffen hat. Sie erinnern sich, da wurde irgendwann in Silicon Valley wurde halt die WhatsApp-Plattform erfunden, und da konnte man SMS umsonst machen. Und das ist dann innerhalb kürzester Zeit hochgegangen wie eine Rakete, kostenlose SMS via Internet. Dieses hier ist die Kurve der Nachfragen bei Google Insights. Also das ist innerhalb ganz kurzer Zeit sehr viel geworden. Und dann war natürlich sofort die Reaktion bei den Geschäftsmodellen, die Telefonriesen verzweifeln an der Umsonst-SMS. Das hat dann dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit große Umsatzeinbrüche im Geschäft waren. Und jetzt versuchen Sie das mal von Führungsseite vorherzusagen, was da passiert ist. Dann merken Sie, das wird verdammt schwer. Entsprechend haben wir hier Januar 2011 in Business Week und im World Economic Forum das große Thema: Komplexität ist die heute größte Herausforderung, vor der wir in der Führung stehen. Das liegt einfach daran, dass wir keine langfristigen Vorhersagen mehr machen können. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Führungskraft und alle gucken Sie an und sagen, wohin geht denn die Reise? Kannst du mir genau sagen, wohin die Reise geht? Und Sie stehen da und müssen plötzlich von einer Minute auf die andere extrem vorsichtig werden in dem, was Sie sagen. Und da kommt immer dieser Begriff: Wir segeln auf Sicht. Das habe ich in den letzten Jahren häufig von Führungskräften gehört. Die eigentliche Aussage ist, ich kann dir nicht mehr sagen, wo die Reise langfristig hingeht. Und wenn man sich dann anschaut, wie reagiert wird, dieses hier sind tatsächlich Schlagzeilen zum gleichen Zeitbereich von drei Führungskräften aus der Automobilindustrie. Die beste Zeit des Autos kommt noch. Nein, nein, vergiss das mit den Autos, es geht um Mobilität. Und dann wieder, die Branche befindet sich im Umbruch. Sie bekommen unterschiedlichste Aussagen in kürzester Zeit. Und die Prognostiker sind ein bisschen aufgeworfen an dem Punkt. Dieses hier ist eine Schlagzeile Welt Online am 30.12.2010 von Herrn Dudenhöfer. Die PS-Zahl wird nicht mehr kaufentscheidendes Argument sein. Und drei Monate später behauptet er das Gegenteil. Das heißt, da haben Sie, wenn Sie so wollen, mal die Aussage, mal die Aussage. Man kann das beliebig nachverfolgen über alle Branchen hinweg. Dieses hier sind noch ein paar Überschriften aus dem Bereich Automobil. Schauen Sie sich das mal an. Das ist Welt Online und das geht jetzt wirklich hintereinander. Autos werden teurer, Autos werden billiger, Autos werden teurer, Autos werden billiger. Und jetzt stehen Sie mal vor dieser Medienlandschaft und versuchen sich zu orientieren und zu sagen, wohin die Reise wirklich gehen soll. Das heißt, wir sind an einer Aussage von Carl Valentin: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Da hat jemand etwas vorweggenommen, was tatsächlich sehr real in dem ist, was wir heute erleben. Das heißt, wir können eigentlich sagen, die Führungswelt läuft zurzeit in etwas hinein, was man durchaus als Komplexitätsfalle bezeichnen könnte. Wir haben eine immer geringere Planbarkeit der Ereignisse und eine immer höhere Komplexität dessen, was dort ist. Und das sollte man nicht unterschätzen, wenn man sich für irgendetwas entscheidet, hat man eine gigantische Wirkung in den Netzwerken. Das heißt, wir haben eine Explosion der Wirkung, die wir haben, und die Grundlage für das, was wir entscheiden, wird immer vager und immer schwieriger. Und jetzt wird dann schon deutlich, dass das für Führung eine extreme Herausforderung ist, vor der man steht. Man kann einfach die Frage stellen, ist Führung wirklich kompetent oder ist sie einfach katastrophal, weil sie notgedrungen drauf losentscheiden muss und nicht wirklich eine gute Grundlage hat für das, was sie da entscheidet. Die einzige Antwort, die man da als erstes so geben kann, ist dann immer das Erkennen und Reflektieren von Zusammenhängen. Das heißt, man muss verstehen, wie der Kontext ist,
Und bevor man sozusagen Zieldefinition und Planung hat, geht es immer um das Verstehen von Zusammenhängen. Man kann Komplexität reduzieren über Musterbildung. Das haben im Prinzip die Psychologen immer gewusst. Und gestatten Sie mir ein paar kleine Beispiele aus der Wahrnehmungspsychologie. Hier links haben wir zum Beispiel etwas, wo unser Gehirn relativ schnell mit umgeht. Vielleicht sehen Sie das, das, was da aussieht wie ein paar Flecken, ist im Prinzip ein dalmatinischer Hund in einer dalmatinischen Landschaft. Wenn Sie den Hund sehen, dann ist es alles ganz einfach. Wenn Sie danach suchen, dann müssen Sie eine Weile drauf schauen. Und es gibt tatsächlich immer Beispiele dafür, dass etwas, was scheinbar sehr komplex ist, dann nach ganz kurzer Zeit sehr einfach wird, wenn man damit ein bisschen umgeht. Das heißt, man muss die Komplexität aushalten, mit der Komplexität experimentieren, und wenn man dann die richtige Position gefunden hat, dann ist das ein Komplexe plötzlich sehr, sehr einfach und man stellt fest, dass es eine Frage der Perspektive ist, um zu verstehen, worum es da gegangen ist. Das heißt, das Aushalten von Komplexität ist ein großes Thema dieser Zeit. Nur wenn wir die Komplexität aushalten, hat das Gehirn eine Chance, diese Muster zu erkennen. Und interessanterweise hat uns ein Schweizer Künstler mal sehr gut vor Augen geführt, was das heißt, wenn man Komplexität zu schnell vereinfachen will. Und zwar ist er hingegangen und hat Bilder in ihre Einzelteile zerlegt. Sie kennen den Herrn vielleicht, Ursus Verli. Hier links haben wir einen Picasso, rechts haben wir den geordneten Picasso. Und wenn man da drauf schaut, merkt man dann sehr schnell, dass Komplexität und Kompliziertheit zwei verschiedene Themen sind. Kompliziertheit kann man nicht reduzieren, da kann man keine gemeinsame Lösung finden, da findet man keinen Zusammenhang. Also erster Punkt auf jeden Fall, was wir alle miteinander lernen müssen, ist das Aushalten von Komplexität. Erst wenn wir das zulassen, dass wir etwas nicht verstehen, haben wir eine Chance, es zu verstehen. Und da, glauben Sie mir, ist der Mensch intuitiv eigentlich relativ gut in der Lage, das zu tun. Interessanterweise ist auch diese Botschaft absolut nicht neu, hat mich sehr fasziniert. Die alten Chinesen hatten eine Situation, wo die Führer einen Hut aufgesetzt bekommen haben, der mit so einer Art Fernschnur abgesichert wurde. Man konnte nicht richtig hingucken. Das heißt, die Kunst des Führers war der unscharfe Blick. Je unschärfer man guckt, desto mehr hat man die Chance, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen. Und das war eigentlich immer schon eine zentrale Aufgabe von Führung. Nur diesen Erkenntnisprozess wirklich zu managen, das wird eines der Themen sein, mit dem sich Führung auseinandersetzen muss. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir sagen können, bei der Übergang von linearer zu nichtlinearer Systemdynamik geht es nicht mehr so sehr um das Ausrichten des Handelns durch Zieldefinition, sondern es geht um die Reduktion von Komplexität durch Mustererkennung. Hans-Peter Dürr würde sagen, es ist der Übergang vom Verfügungswissen, wo es um die Frage geht, welche Handlungsstrategien sind effektiv und effizient, zum Orientierungswissen. Welche Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, sind eigentlich bedeutsam und wichtig? Das heißt, die Führungskraft wird, um auf die Komplexitätsfalle zu antworten, immer weniger Planer erfolgreicher Umsetzungsprozesse sein und immer mehr ein Partner für kontextklärende Reflexion. Wir sind weniger bei der Frage nach dem Wie als bei der Frage nach dem Warum. Wenn ich den Zusammenhang nicht mehr verstehe, habe ich eine große Schwierigkeit, Komplexität zu reduzieren. Erste große Herausforderung, auf die Ihre Aufmerksamkeit lenken wollte, ist also die Komplexitätsfalle. Ohne den Umgang mit Komplexität ist Führung sozusagen nicht mehr in der Lage zu orientieren. Aber, und das ist tatsächlich ein großes Aber, wir können das nicht mehr mit privater, individueller Intuition leisten. Ich glaube, wir sind in einer Situation gelandet, wo die Komplexität inzwischen so groß ist, dass ich mich nicht mal mehr auf das intuitive Musterbilden des Einzelnen verlassen kann, sondern dass es darum geht, von dem Einzelmenschen hin zum Kollektiv zu gehen und zu sagen, okay, liebe Leute, wir haben gemeinschaftlich ein Problem, wir müssen miteinander Mustererkennung betreiben, und da sind wir dann tatsächlich nicht mehr beim Intelligent One, wir sind nicht mal mehr bei den Intelligent Few, beim Team, sondern wir sind eindeutig bei den Intelligent Many, wir sind beim Netzwerk. Netzwerkbildung ist das große Thema, und auch die Aussage ist nicht ganz neu. Eschby hat das eigentlich schon in den 50ern gesagt, wo immer man ein hochkomplexes, hochvernetztes System vor sich hat, muss man intern im Minimum so komplex und vernetzt sein wie extern. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine einzige Lösung, um mit dem Problem umzugehen. Wenn wir draußen eine Welt haben, die sich immer mehr vernetzt, dann müssen wir uns intern vernetzen. Das heißt, Netzwerkbildung ist das Problem und die Lösung des Problems. Nur wenn wir das tun, können Sie sich vorstellen, was passiert? Wir erhöhen weiter die Komplexität. Das heißt, wir müssen mit Komplexität auf Komplexität antworten. Und es geht eigentlich darum, ständig hinzugehen und die Organisationsform zu ändern, also zu wechseln zwischen der Hierarchie auf das Netzwerk und zurück. Und diese beiden Organisationsformen sind nicht per se ein Widerspruch, sondern es ist eine Art und Weise, damit umzugehen, wie schaffen wir das immer wieder, von der einen Variante auf die andere zu schalten, also in die Netzwerkfunktion zu gehen, um die Intelligenz aller mit ins Spiel zu bringen.
Wir haben und dann, und das ist der interessante Teil, nach der ersten Herausforderung, der Komplexitätsfalle, eine zweite Herausforderung. Wo immer Sie die Vernetzung erhöhen, haben Sie eine Machtverschiebung im System. Das heißt, die Leute werden immer aktiver, sie beteiligen sich. In vernetzten Systemen entscheidet nicht der Anbieter darüber, was gemacht wird, sondern der Nachfrager. Das heißt, wir haben eben gerade bei einer Einleitung diesen interessanten Spruch gehabt, Führungskräfte sollen charismatisch sein. Glauben Sie mir, in diesem System kann keiner charismatisch sein, dem das Charisma nicht von anderen verliehen wird. Das heißt, es ist nicht mehr der, der etwas sendet, der interessant ist, sondern der Empfänger entscheidet darüber, ob das, was dieser jemand sagt, tatsächlich eine Bedeutung hat oder nicht. Das heißt, es geht am Ende um Resonanz. Diese Idee ist auch wieder relativ alt. Vor 14 Jahren wurde das für Märkte formuliert. Märkte sind Gespräche. Heute wissen wir alle, das bezieht sich nicht nur auf Kunden. Das bezieht sich inzwischen durchaus auch auf Mitarbeiter, auf Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wir haben eine grundsätzliche Tendenz zur Demokratisierung über die Vernetzung, die wir brauchen. Die Komplexitätsfalle hat die Vernetzung erzwungen und die Vernetzung erzwingt die Demokratisierung der Systeme. Und da steht die Frage der Führung wieder massiv im Raum. Wie gehen wir tatsächlich damit um? Sind wir in der Lage, umzuschalten vom Hierarchischen zum vernetzten Tun? In vernetzten Systemen, das kann ich Ihnen sicher sagen, ist emotionale Resonanz ein zentraler Punkt. Sie kennen vielleicht diese Beispiele, mich hat das mal sehr fasziniert. Sie haben hier jemanden, der hat die Wege in Parks geplant. Und dann rennen die Leute ganz woanders her. Wenn der also ein bisschen genauer hingeguckt hätte, hätte er sich eine Menge Schotter sparen können und das im übersetzten Wort tatsächlich sowohl mit Geld als auch mit Realität. Das heißt, wo immer Sie mit irgendeinem komplexen System arbeiten, hören Sie einfach genau hin, was sich in diesem System bildet. Wenn sozusagen die emotionale Resonanz nicht da ist, dann passieren sehr kuriose Sachen. Und gestatten Sie mir ein etwas anekdotisches Beispiel aus einer Fernsehsendung, und zwar aus der Fernsehsendung Monk, vielleicht kennen Sie die. Da ist eine kleine Szene, die ich ganz amüsant finde. Da trifft nämlich jemand, der von seiner Sache sehr überzeugt ist, auf jemand, der dazu gar keine Resonanz zeigt. Und schauen Sie sich mal an, wie komisch sowas wirken kann. Dürfte ich das hier bitte mal sehen? Nur ganz kurz. Klar, entschuldigen Sie mich. Die 17.000-Dollar-Kamera? Die hat es Ihnen angetan, hm? Okay, eins muss man sagen. Sie haben Geschmack. Das ist die beste Kamera der Welt. Ich habe gerade 5 Stück an den britischen Geheimdienst verkauft. Sehr gut. Die beste Kamera der Welt. War's das? Das war's. Danke. Gehen wir. Danke. Ja, so ist das. Also manchmal ist, wenn der eine Seite ganz überzeugt von dem, was er da gerade anbietet, und die andere Seite zeigt keine Resonanz. Das heißt, wo immer Sie in Netzwerken in irgendeiner Art und Weise Wirkung erzeugen wollen, müssen Sie eine Ahnung davon haben, was in diesen Netzen resonanzfähig ist. Und das ändert natürlich eine ganze Menge. Wir haben tatsächlich einen Megatrend in der Gesellschaft, den man als Einmischung bezeichnen könnte. Und dieser Megatrend ist eigentlich eine Folge der neuen Netzwerkmöglichkeiten. Die Menschen können sich einbringen und sie tun das auch. Und die Beispiele gehen ja wirklich nahtlos. Wir haben ja Beispiele ohne Ende. Und manchmal erwischt die Lawine jemanden doch sehr plötzlich. Denn in ein paar Monaten ist das Thema plötzlich so groß, dass man wirklich aus seiner Position geschmissen wird. Und solche Dinge passieren real. Die Umfrage, die Deutschen wollen mitregieren, nur eins kann wir uns dann schon klar machen. Dieses Mitregieren ist nicht mehr eine Aktivität in politischen Parteien, sondern was die Denke dahinter ist, ist Volksentscheide, Bürgerbegehren. Es geht also nicht darum, in Strukturen aktiv zu sein, sondern es geht darum, in Netzwerken aktiv zu sein. Und das ist eine grundsätzliche Änderung in der Art und Weise, wie man das tun möchte. Resonanzbildung in Netzwerken wird einfach zu einem sehr wichtigen Machtfaktor. Und wir erleben das manchmal im politischen Bereich tatsächlich in Lawinenform, wo dann keiner mehr in der Lage war, vorherzusagen, was da passiert. Und entsprechend sucht man dafür Begriffe. Widerstand 2.0 war einer, der dort kursiert ist. Wir haben also eine zweite große Herausforderung, das ist die Machtverlagerung in den Systemen. Es geht nicht mehr um die Gestaltungsmacht, die über Strukturen verliehen wird, sondern es geht über die Gestaltungsmacht, die man über Resonanz verliehen bekommt. Es geht nicht mehr um Hierarchie, es geht um Autonomie. Die Grundsatzfrage ist nicht, wohin soll das System gesteuert werden, sondern die Grundsatzfrage ist, wohin entwickelt sich die Eigendynamik des Systems. Die Führungskraft ist dann notgedrungen nicht mehr Vordenker oder verantwortliche Kontrollinstanz, sondern die Führungskraft wird zum Teilnehmer und Impulsgeber in Netzwerken. Und Sie merken schon, das ist eine ganz andere Definition von Führung, wenn wir diesen Übergang miteinander tun. Die Grundsatzfrage, die wir zurzeit, glaube ich, alle vor uns haben, ist entsprechend, und ich fand die super gut formuliert, vom Center for Collective Intelligence: Wie kann man Menschen und Computer so miteinander verbinden,
dass sie als Ganzes intelligenter sind als als Einzelne. Ich glaube, wir lösen das Problem nicht mehr individuell, wir können es nur noch kollektiv lösen und da brauchen wir halt vorne das zu tun, da sind wir gezwungen, in diese Richtung zu denken. Entsprechend wird das Thema Kooperation in intelligenten Netzen zurzeit zum absoluten Top-Thema. Wo immer man schaut, die Menschen versuchen, über horizontale und vertikale Kollaboration zu gehen, also Zusammenarbeit und Kooperation zum großen Thema zu machen. Das einfache Prinzip Wettbewerb trägt uns heute einfach nicht mehr weit genug. Nur wenn wir das tun, wenn wir immer mehr in Netzwerken miteinander arbeiten, wenn wir immer mehr über die Strukturen hinweg kooperieren, kann man sich vorstellen, was als dritte Herausforderung dann notgedrungen passiert. Wir haben eine Art Kernschmelze, wir haben ein Zusammenbrechen des Identitätskerns Unternehmen. Die Grundsatzfrage ist dann nicht mehr, wer ist meine Führungskraft, zu welchem Unternehmen gehöre ich? Die Grundsatzfrage ist dann immer, in welchem Netzwerk bin ich aktiv? Diese Frage wird einfach an dem Punkt sehr viel wichtiger. Nur wenn man sich das in der Summe anschaut, wir haben auf der einen Seite die Komplexitätsfalle, wir haben auf der anderen Seite die Machtverschiebung in den Netzen und ein Wegbrechen des Identitätskerns. Sie können sich vorstellen, in welchem Umfang das tatsächlich die Frage dann in den Raum stellt, was bitteschön ist dann in einer solchen Situation der reale Mehrwert von Führung. Die ganze klassische Definition von Führung fällt flach. Wir haben also eine dritte große Herausforderung der Kernschmelze. Es geht nicht mehr darum, Arbeitsverhältnisse als sicherheitgebenden Identitätsanker im Raum zu haben, sondern es geht darum, Arbeitsverhältnisse als Passage im lebenslangen Lernberg zu akzeptieren. Es geht nicht um Loyalität, sondern um Attraktivität. Die Frage ist nicht, was begünstigt langfristige persönliche Bindungen, sondern was macht das gemeinsame Handeln sinnvoll. Nur wenn die Menschen das, was sie dort tun, als sinnvoll empfinden, dann kommt die Bindung ins Spiel. Das heißt, es geht nicht mehr darum, mag ich dich als Führungskraft, bist du für mich eine gute Person, sondern ist das, was du mir anbietest, in meinem Kontext sinnvoll, ja oder nein, und wenn es sinnvoll ist, dann bleibe ich. Das heißt, die Führungskraft ist nicht mehr die vorbildgebende oder sicherheitsstiftende Autorität, sondern die Führungskraft ist mehr oder weniger ein entwicklungsbegleitender Coach, der mich jederzeit mit der Frage konfrontiert, was ist für dich sinnvoll. Wir haben also eine, wenn Sie so wollen, Reihe von Dingen, die passieren. Die Komplexitätsfalle steht üben ganz am Anfang. Wegen dieser Komplexität müssen die Vernetzung in Systemen erhöhen. Das heißt, wir vernetzen uns in und zwischen Unternehmen als Antwort auf die explodierende Komplexität. Und weil wir das tun, haben wir eine Machtverschiebung, die dann am Ende in einem Zusammenschmelzen der identitätsstiftenden Kraft der Strukturen mündet. Wir haben also eine Kette von Dingen, die passieren und die Frage eben massiv in den Raum stellt, wie gehen wir damit um, wenn Führung nicht mehr die Zieldefinition und strategische Steuerung ist, wenn das zunehmend an Praxisrelevanz verliert. Wie gehen wir damit um, wenn die spontane Eigendynamik der Netzwerke immer mehr eine radikale Demokratisierung erzwingt? Und wie gehen wir damit um, wenn strukturelle Grenzen immer weniger wichtig für die persönliche Identitätsbildung werden? Und weil das so ist, würde ich sagen, kann man die These in den Raum stellen, die Veränderung der Systemdynamik erzwingt einen Paradigmenwechsel bei guter Führung. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammenfasse, würde ich sagen, kein Zufall, dass das Thema Führung in diesem Umfang im Mittelpunkt steht. Wenn Sie so wollen, haben wir dort eine Entwicklung, die Führung grundlegend in Frage stellt. Und was mich dann immer wieder fasziniert ist, wie schnell Gesellschaften darauf reagieren. Sie kennen vielleicht diese Initiative, die zurzeit in der Schweiz läuft, 1:12. Da macht man sich ernstzunehmend Gedanken über den Mehrwert von Führung und fragt sich dann schlicht und ergreifend, wie viel mehr darf eigentlich eine Führungskraft verdienen? Dass diese Frage im Moment in den Raum kommt, ist absolut kein Zufall, weil es geht darum, sich zu fragen, welchen Mehrwert liefert Führung denn am Ende noch in einer solchen Welt? Und diese Frage wird dann auch gesellschaftlich brutal formuliert. Ich fand es faszinierend, dass sie in der Schweiz so weit gehen, das zu einem Volksbegehren zu machen, also diese Frage tatsächlich gesellschaftlich verankern zu wollen. Fassen wir es zusammen, wir haben eine These im Raum, die Veränderung der Systemdynamik erzwingt einen Paradigmenwechsel bei guter Führung. Und dann ist natürlich interessant, ist das jetzt einfach nur eine Hirngeburt eines Menschen, der systemtheoretisch auf etwas guckt, oder finden wir diese Dinge in den Köpfen von Menschen wieder? Meine Frage ist eigentlich immer die gleiche, nicht bin ich intelligent, sondern was sagt die Intelligenz der anderen? Und Sie können sich vorstellen, dass wir an diesem Punkt dann immer sehr neugierig sind. Ist das, was wir dort sehen, tatsächlich resonanzfähig in den Köpfen der Menschen? Entsprechend haben wir uns zwei Gruppen ausgesucht, die wir dort interviewt haben, um herauszufinden, wie ticken die eigentlich, was denken die zum Thema Führung? Und da war es natürlich sehr interessant, die Führungskräfte von morgen zu befragen, also Abiturienten und Hochschulabsolventen der Generation Y. 100 Digital Natives haben wir dort interviewt, um einfach herauszufinden, wie sehen die Situation von Führung in Zukunft.
Wir haben dann eine zweite Gruppe befragt, natürlich Führungskräfte, in dem Fall 200 Erfahrungsexperten, Führungskräfte, die uns empfohlen worden sind, als Leute, die sich mit guter Führung gut auskennen. Und ich muss gleich dabei sagen, für den zweiten Teil hat sich ein Muster ergeben, das uns dazu zwingt, nochmal nachzuladen. Wir wollen dort nochmal 200 weitere Führungskräfte befragen, weil uns das einfach nicht reicht. Aber ich möchte Ihnen gerne die Ergebnisse an dem Punkt schon zeigen. Die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ist dabei allerdings sehr wichtig. Also insofern gestatten Sie mir, Ihnen für 5 bis 10 Minuten die Methode vorzustellen, mit der wir diese Interviews durchgeführt haben, weil dann kann man, glaube ich, einigermaßen einwerten, was sozusagen das Ergebnis dort ist. Sie erinnern sich an dieses Beispiel, man will herausfinden, was ist resonanzfähig in einem System. Und das habe ich zumindest gelernt. Wo immer Sie etwas wirklich wissen wollen, dann fragen Sie nicht, sondern hören Sie zu. Je besser Sie zuhören, desto mehr wissen Sie, was auf der anderen Seite resonanzfähig ist. Und die große Frage, die wir haben, ist dann, wie kann man eigentlich methodisch geleitet zuhören? Eins war mir klar, mit Fragebogenaktionen, Fragen stellen, wird das nicht gehen. Gestatten Sie mir einen kleinen Ausschnitt, den Sie vielleicht kennen und den ich total schlagend fand, weil da ist eine sehr witzige Situation, wo Herr Nowotny anfängt, Fragen zu stellen und auf der anderen Seite jemand steht, der nicht so richtig weiß, was er damit anfangen soll. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind, die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war? Ja. Schauen Sie, das ist einer der Gründe, weshalb ich mir irgendwann mal geschworen habe, bevor du dich zum Experten erhebst, lass doch den anderen den Experten sein. Frag die Leute nicht so geschlossen, dass sie nur noch Ja, Nein, Amen sagen können, sondern lass es offen. Lass ihnen die Möglichkeit, ihre Muster zu entfalten. Und da haben wir relativ lange nach einer Methode gesucht, wie schaffe ich das in strukturierter Form, dem anderen die Freiheit zu lassen, was immer er antworten will. Und da sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, naja, wir müssen in der Lage sein, sozusagen die Menschen als Messinstrument für Kulturen zu benutzen. Und da bin ich nach einer Weile sehr optimistisch geworden, weil tatsächlich Menschen intuitiv in der Lage sind, Kulturen einzuschätzen. Wir sind hervorragend darin, über Intuition Komplexität zu reduzieren. Gestatten Sie mir einen kleinen Filmausschnitt, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und zwar ist das ein Werbefilm vom Guardian. Sie werden, wenn Sie den Film sehen, nacheinander durch 3 verschiedene Situationen laufen und keine Situation werden Sie haben, wo Sie nicht sofort verstehen, worum es geht, aber Sie werden sich wundern über die Änderung. 3 kleine Situationen, maximale Leistung des Gehirns. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Flucht, Angriff, Hilfeleistung. Unser Gehirn braucht eine Millisekunde, um das richtig einzuschätzen. Kennen Sie das? Sie gehen irgendwo in eine Firma und haben sofort und unmittelbar einen Eindruck über das, was in der Firma los ist. Ich muss Sie dann lange befragen, damit Sie diesen Eindruck verbalisieren können. Aber Sie haben sofort einen Eindruck. Und dieser unmittelbare Eindruck ist tatsächlich eine unbewusste Wissensstruktur, die wir alle haben und die man anzapfen kann. Das Interessante daran fand ich wenigstens, dass die Frau Nölle-Neumann, sie erinnert sich, die große alte Dame der Sozialwissenschaft, hat mal etwas festgestellt, was sie sehr fasziniert hat. Und zwar erinnern Sie sich vielleicht an den Begriff der Schweigespirale. Das war die Aussage, Menschen wissen intuitiv, worüber sie in einer Kultur reden dürfen und worüber nicht. Das hat die Frau Nölle-Neumann sehr nervös gemacht, weil sie sagte, naja, eigentlich muss ich dafür erst einmal großartige Forschung betreiben, um herauszufinden, was die Tabuthemen in einer Gesellschaft sind. Und da hat sie sich gewundert, wie Leute das intuitiv erfassen können und hat dann eine Aussage geprägt, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar hat sie gesagt, Menschen haben ein quasi statistisches Wahrnehmungsorgan. Das haben wir physiologisch noch nicht gefunden, aber irgendwie scheinen Menschen in der Lage zu sein, unmittelbar Kulturmuster abzugreifen. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, merkt man auch sehr schnell, dass das keine so absurde Annahme ist, weil wir zwar individuelle Gehirne sind, aber wir müssen miteinander synchronisiert arbeiten. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, sehr schnell über das intuitive Erfassen von Kulturmustern uns überhaupt zu einem sozialen Ganzen zu entwickeln. Und diese Fähigkeit der unbewussten Einschätzung von Kulturen, die wollten wir zum Ausgangspunkt unserer Messung machen. Und da steht man natürlich vor einigen Problemen. Es geht nicht darum, das kortikale System im Sinne der Bewusstheit abzufragen.
Es geht also nicht darum, die Leute nach Meinung oder Einstellung zu befragen, weil die sind rationaler Natur. Ich muss tiefer. Ich muss, wenn Sie so wollen, auf die intuitiven Bewertungsstrukturen der Menschen. Und da bin ich dummerweise im neurophysiologischen Bereich des limbischen Systems. Und dieses limbische System ist uns bewusstseinsmäßig dummerweise nicht zugänglich. Unser Großhirn ist, wenn Sie so wollen, ein extrem schneller Berater. Der ändert dauernd seine Angebote. Wir haben eine hohe Instabilität auf der Cortex-Seite und die Stabilität im System kommt über das limbische System herein. Wie schnell wir in der Lage sind, auf der kognitiven Seite zu wechseln, kann man an vielen Beispielen zeigen. Gestatten Sie mir zwei, nicht ganz ernst gemeint. Wenn Sie diesen Satz hier lesen, ist das ein ganz normaler Satz. Ich habe endlich für meinen Sohn ein Fahrrad bekommen. Wenn die Antwort dann aber lautet, da haben Sie aber einen guten Tausch gemacht, dann merken Sie, dass Sie ganz schnell in die Änderung hinein können. Ihr Großhirn ist super da drin, Dinge neu zu bewerten. Ein anderes kleines Beispiel dafür ist ein Werbefilm von der Berlitz School. Schauen Sie sich das einfach mal an, wie schnell Ihr Gehirn daran ist, neue Bewertungen vorzunehmen. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Das ist absolut typisch für das menschliche Gehirn. Wir können ganz, ganz schnell Umbewertungen vornehmen. Die Frage ist dann, woher kommt dann die Stabilität des Handelns? Und die Antwort ist ganz leicht, eben aus der limbischen Seite. Ich kann jetzt eine Menge darüber erzählen, was für eine Bedeutung das limbische System und die unbewussten Bewertungen haben. Es ist vielleicht viel schöner, Ihnen das kurz in einem kleinen Experiment zu demonstrieren. Ich gebe Ihnen gleich eine kleine Aufgabe. Die Aufgabe ist, Sie sollen sich eine Maske anschauen. Zuerst sehen Sie die Maske von vorne und dann dreht sich die Maske. Ihre Aufgabe ist, die Maske von innen zu sehen. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Erst kommt die Maske von vorne und dann dreht sich die Maske und dann kommt die Maske von innen. Wenn Sie beim ersten Mal Schwierigkeiten haben, können wir nochmal machen. Erst Maske von vorne und dann dreht sich die Maske und dann kommt die Maske von innen. Den meisten von Ihnen wird es schwerfallen, diese Maske tatsächlich von innen zu sehen. Und die Frage ist dann, warum ist das so? Ganz einfach, Ihr limbisches System greift ein und sagt, pass auf, lieber Freund, Gesichter sind hochgradig emotional besetzt. Ob Sie das jetzt wollen oder nicht, das Ganze wird Ihnen wieder richtig umgedreht. Es gibt nur ein einziges Klientel, das guckt auf diese Maske und sagt sofort, wo ist denn das Problem? Das ist doch eine Maske von innen. Das sind Psychotiker, die haben eine Schädigung im limbischen System. Also wenn irgendjemand von Ihnen das sofort richtig gesehen hat, lassen Sie uns dringend darüber nachdenken, weil das könnte ein interessanter Hinweis sein, darüber, wie Ihr Gehirn so funktioniert. Wo immer Sie mit Menschen arbeiten, denken Sie dran, die Stabilität in dem, was wir tun, kommt aus dem limbischen System. Und das bitte schön nicht nur bei der Wahrnehmung, sondern eben ganz stark auch bei den kulturellen Kontexten, in denen wir sind. Wir haben tatsächlich ein Wahrnehmungsorgan für Kulturen. Dieses Wahrnehmungsorgan sind die unbewussten Entscheidungen, die wir treffen. Je häufiger wir vor ambigen Entscheidungssituationen stehen, desto mehr wissen wir, was unsere unbewusste Seite ist. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der Ihnen sagt, ich bin übrigens ein geselliger Mensch, dann würde ich Ihnen empfehlen, hören Sie dem nicht so zu, der erzählt Ihnen immer das, was sozial erwünscht ist. Wenn Sie wirklich wissen wollen, ob das ein geselliger Mensch ist, dann bringen Sie ihn häufig in ambige Entscheidungssituationen. Also gehen Sie zum Beispiel mit ihm durch einen Zug und immer wenn der ein Abteil weitergeht, wenn in dem Abteil schon jemand sitzt, ist er alles, aber ganz bestimmt kein geselliger Mensch. Also die unbewussten Entscheidungssituationen sind die, die sozusagen die Bewertungen dort ins Spiel bringen. Wenn wir also kulturelle Kraftfelder messen wollen, müssen wir die unbewussten Entscheidungen von Menschen zusammenfassen können, weil nur die Summe der unbewussten Entscheidungen, die Menschen treffen, sind in der Lage, Kulturen schätzbar zu machen. Und dafür müssen wir drei Probleme lösen. Punkt 1, limbische Präferenzen sind nicht bewusst. Wenn ich Sie also direkt frage, kriege ich zwar eine Antwort, aber das ist leider nicht das, was wir brauchen können. Punkt 2, ich muss natürlich Sprache benutzen, um Sie zu fragen, sonst müsste ich alle von Ihnen durch den Computertomographen schieben und das wird ein bisschen teuer und aufwendig. Also muss ich sprachgebunden machen. Und dann eine große Bitte, wo immer Sie über Sprache das Unbewusste der Menschen erreichen wollen, geben Sie den Menschen ihre eigene Sprache frei. Wenn die nicht ihre eigene Sprache verwenden können, dann müssen Sie immer versuchen zu übersetzen, was der andere meint. Also immer dann, wenn Sie Fragen vorformulieren, haben Sie eigentlich den Kern der Informationen bereits verloren. Das heißt, Sie müssen die Leute frei sprechen lassen. Jetzt können Sie sich nur vorstellen, was dann als methodisches Problem entsteht. Wenn alle die eigene Sprache benutzen,
dann ist das Problem des Verstehens plötzlich auf der anderen Seite. Dann muss ich verstehen, was die geantwortet haben und nicht die müssen verstehen, was ich sie gefragt habe. Und dann haben wir gleich das dritte Problem. Das, was dort rauskommt, muss ich auch noch mathematisch zusammenfassen können. Denn nur wenn ich das mathematisch zusammenfassen kann, kann ich eine Kultur daraus machen. Kultur ist immer mehr als die Summe der Einzelbeiträge. Wir haben also die methodische Latte relativ hoch gelegt und die Antwort, die wir dort gegeben haben, um diese kulturellen Kraftfelder zu messen, ist ein Verfahren, das uns 15 Jahre lang beschäftigt hat, was im Prinzip versucht hat, die Vergleichbarkeit des Fragebogens mit der Bedeutungskraft eines qualitativen Interviews zu verbinden. Wir wollten also im Prinzip qualitative Verfahren unmittelbar mathematisierbar machen. Und das war tatsächlich ein etwas längerer Weg. Und gestatten Sie mir, dass ich Ihnen das kurz an einem Beispiel erkläre, was Ihnen jetzt zum Thema Führung ein bisschen weit weg erscheinen mag. Aber dann sind wir ganz bei der Methode. Diese Methode gibt nur eine Sache vor, nämlich Vergleichselemente. Das ist eine Liste von Dingen, die Menschen im Kopf vergleichen können. In dieser Liste kann im Prinzip alles drinstehen, was Menschen im Kopf miteinander vergleichen können. Das könnten auch Filme sein, Bilder, was auch immer. Und das Verfahren braucht nur diese Vorgabe. Was man dann tut ist, man wählt sich zwei von diesen Elementen aus, sagen wir mal, was mir persönlich wichtig ist und Statussymbol heute und beginnt mit einem scheinbar sehr simplen Frage-Antwort-Spiel. Erste Frage, was mir persönlich wichtig ist und Statussymbol, eher ähnlich oder eher verschieden. Da könnte genauso gut stehen, ideale Führung und meine heutige Führungskraft, eher ähnlich oder eher verschieden. Dann sagt man in diesem Fall, naja, Status ist mir nicht so wichtig, ist verschieden. Dann kommt die Folgefrage, warum ist das verschieden? Und jetzt müssen die Leute antworten. Und ich wähle mal ein Wort, da könnte man alles reinschreiben, zum Beispiel Fitzliputzli, wenn das für den anderen was bedeutet. Ich schreibe mal sowas rein, was fast so ist wie Fitzliputzli, nämlich Nachhaltigkeit. Da weiß auch niemand so richtig, was damit gemeint ist. Nachhaltigkeit, sorry. Jetzt habe ich hier das Wort Nachhaltigkeit drin und frage ihn, was ist dann für dich der Gegensatz? Jetzt sagt er meinetwegen, naja, Verschwendung. Jetzt habe ich eine Gegensatzdimension, die nicht vom Befrager kommt, sondern Befragten. Jetzt muss ich mich also schwer anstrengen, herauszufinden, was um alles in der Welt meinen Sie eigentlich mit Nachhaltigkeit? Das ist ja ein sehr schillernder Begriff. Und jetzt kommt eigentlich eine kindliche Form von Sprachverstehen rein. Kinder lernen Sprache ja nicht über den Duden. Sie lernen die Sprache einfach, indem sie ihren Eltern zuhören, wie die Worte verwenden. Das heißt, die Wortverwendung ist der Zugang dazu, was die Bedeutung ist. Das ist eine alte Idee von Wittgenstein, der hat mal gesagt, ein Wort ist wie eine Schachfigur. Es ist die Art und Weise der Verwendung, die definiert, was das Wort bedeutet. Das heißt, ich muss die Leute nur veranlassen, ihre eigenen Worte möglichst häufig zur Beschreibung von Dingen zu verwenden. Und wir machen einfach nichts anderes, als alle vorgegebenen Elemente jetzt auf der Basis der eigenen Dimensionen möglichst schnell und ohne nachzudenken einschätzen zu lassen. Ist so zum Beispiel ideale Mobilitätslösung mehr Nachhaltigkeit, mehr Verschwendung? Wird er wahrscheinlich sagen Nachhaltigkeit. Auto in Deutschland heute, naja, das ist irgendwie dazwischen. Auto in morgen wird Nachhaltigkeit sein und so fort. Sie können sich vorstellen, was passiert. Der Mensch produziert, ohne sich das so richtig klar zu machen, eine Matrize. Er produziert einen eigenen Gegensatz und stuft alle Elemente in diese Gegensatzdimension ein. Und das machen wir jetzt nicht einmal, sondern wir machen das immer wieder. Und wenn wir das anderthalb, zwei Stunden lang gemacht haben, entsteht eine solche Matrize. Der Mensch gibt sozusagen auf der Basis seiner eigenen Worte Urteile ab. Und Sie können sich vorstellen, schon bei der zweiten Zeile weiß der nicht mehr, was der bei der ersten gesagt hat. Er hat keine Chance, mir künstlich ein Bild zu erzeugen. Der Weltmeister im Behalten von digitalen Zeichen kommt bis maximal 80. Also selbst der Weltmeister würde schon nach der zweiten Zeile sozusagen aufgeben. Sie können sich natürlich vorstellen, wenn man sowas jetzt mit Vorständen macht, dann ist das ganz interessant, weil die immer sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich sage, ja, ist genau richtig, entspannen Sie sich, darum geht es. Also arbeiten Sie mal einfach drauf los, wir wollen ein Muster von Ihnen. Aber es fällt Ihnen nicht ganz leicht. Das, was wir dann haben, ist eine solche Matrize. Jetzt können Sie sich vorstellen, mit der Matrize kann man nicht so richtig in die Rückmeldung gehen. Deshalb machen wir aus der Matrize einen semantischen Raum. Mit jeder Dimension, die ein Mensch dazufügt, differenziert er seine Welt aus, sodass wir am Ende für einen Menschen einen solchen Raum haben, der relativ leicht interpretierbar ist über Distanz und Nähe. Alles, was hier nah beieinander ist, ist in der Matrize ähnlich gewesen. Wenn dieser Mensch also hier, was mir persönlich wichtig hingelegt hat, und direkt daneben oder in die Nähe den Smart, dann ist er offenkundig ein intuitiver Liebhaber von Kleinwagen. Was für diesen Menschen gar nicht in Frage kommt, sind Oldtimer. Das ist ganz weit weg. Also das wäre nicht sein Thema, scheint also ökologisch ein bisschen geprägt. Und wir haben dann eben die Begrifflichkeiten, die er benutzt, um seine Welt zu ordnen.
Da ist hier hinten Statik und Langsamkeit, Abhängigkeit, Fahrzeiten und Strecken sind fest, wenn es um das Thema Bahn geht. Das heißt, ich habe die innere Abhängigkeit seiner Worte von dem, was er dort eingeschätzt hat. Und jetzt kommt der interessante Teil. Kann man das zusammenfahren über mehrere Menschen? Man kann, wenn man diese Elemente nimmt, diese gelben Punkte, und rotiert sozusagen das Muster eines anderen Menschen so lange übereinander, bis man den minimalen Abstand aller Punkte von allen Punkten hat, dann entsteht langsam mit jeder dazugekommenen Person eine Welt, die nicht die Welt einer einzelnen Person ist, sondern das gesamte Muster von 100 Personen abbildet. Jetzt haben Sie hier sozusagen die ganzen freien Äußerungen, die passiv mitrotiert sind. Und der interessante Teil ist, wenn wir jetzt hier unten zum Beispiel einen Begriff stehen haben wie clever, dann kann dieser Begriff direkt neben intelligent stehen. Der gleiche Begriff clever kann aber auch hier oben direkt neben hinterlistig stehen. Also ist die Art und Weise der Verwendung des Wortes, die definiert, wo das im Raum landet. Wenn Sie das jetzt zum Beispiel mit Ingenieuren machen, stellen Sie fest, die haben 4, 5 verschiedene Begriffe von Innovation. Die reden zwar immer mit einem Wort, aber die verstehen sich gar nicht, weil die eigentlich immer sagen müssen, Innovation in der Meinung 1, Innovation in der Meinung 2. Wenn Sie das ganze Muster haben, sehen Sie auf einen Blick, was das Muster ist, was die Leute dort benutzen. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Rahmen der Informationen, den wir dort spannen. Wir haben diese ganzen freien Aussagen und clustern sie jetzt einfach nach Raumrichtung und bekommen dann ein Vektorfeld, was nicht mehr das Vektorfeld eines Einzelnen ist, sondern, wenn Sie so wollen, die Ordnung der Kultur. Und in dieser Ordnung sind dann die Elemente eingestuft. Dieses hier war beispielsweise das reale Bild von 2007. Und das war damals schon sehr interessant, was mir persönlich wichtig war. Lag direkt neben Kleinwagen, ganz weit weg von Statussymbol, ganz weit weg vom Premiumfahrzeug. Als wir das den Leuten 2007 erzählt haben, Premium ist nicht mehr das Ziel der Menschen, haben die alle gesagt, du spinnst. Aber diese Wertemuster laufen 5 bis 6 Jahre vor der Realität her. Und dann plötzlich ist es real. Schauen Sie, hier war damals, 2007, gab es nur ein ganz paar Leute, die ihr Ideal tatsächlich in Richtung Statussymbol gelegt haben. Alle anderen waren schon woanders. Und wenn man das über der Zeit betrachtet, kann man dann sehen, wie sich sozusagen das Muster über die Jahre ändert. Wenn man es immer wieder interviewt, sieht man sozusagen die sich wandelnden Feldkräfte einer Kultur. Man schaut zu, wie Werte entstehen und Werte vergehen. Man guckt in etwas hinein, was man normalerweise als Muster nicht erkennen kann. Interessanterweise haben wir ja hier einen völlig parametrischen Raum. Wenn ich hier auf der linken Seite das Kulturmuster habe und bewege jetzt diesen Punkt dadurch, dann sieht man auf der rechten Seite immer das zugehörige Vektorfeld. Das heißt, wir können immer verstehen, was in der jeweiligen Raumposition gemeint ist. Und interessanterweise, wir können mit der Kultur reden, selbst wenn die Interviewpartner weg sind. Dieses hier war zum Beispiel damals das Stärken-Schwächen-Profil von Porsche. Also was ist Porsche als Marke? Und wenn wir jetzt hier irgendeine Dimension rausgreifen, zum Beispiel sich auf soziale Verantwortung besinnen, dann sehen Sie, soziale Verantwortung, kein Porsche-Thema, 0% Erfüllungsgrad. Wenn ich jetzt hingehe und sage, was würde denn eigentlich passieren, wenn ich Porsche sozial verantwortlich machen würde? Also ich schiebe eine Dimension hoch und lasse dann los. Dann kriege ich die Antwort der Kultur. Das heißt, ich bekomme das, was als Angst entsteht, wenn ich eine Dimension verändere. Das heißt, hier haben wir dann zum Beispiel sowas wie bei weitem zu geringen Komfort anbieten. Also die Angst der Porsche-Fahrer ist, dann wird das ein bisschen frugal hier, wenn wir auf den Punkt soziale Verantwortung gehen, dann ist das nicht mehr die alte Marke. Und so können Sie natürlich nicht nur mit Marken umgehen, sondern auch mit Firmenkulturen. Das heißt, Sie merken dann, wenn ich in einer Firma zum Beispiel die Dezentralität erhöhe, dann entstehen bestimmte Ängste bei den Menschen. Also was immer Sie verändern, Sie bekommen eine kulturelle Antwort auf das, was Sie haben. Was mich dann natürlich immer interessiert, ist, wie aussagekräftig sind die Ergebnisse. Dieses hier waren tatsächlich reale Interviews, die wir gemacht haben zum Thema Auto. Und das Interessante ist, 2007, 2008 war bereits Carsharing attraktiver, sozusagen näher am Ideal als Auto kaufen. Nur 2009 hat sich das umgedreht. Das war der Effekt der Abwrackprämie. Da hat man diesen Effekt nochmal gehabt. Und jetzt guckt man sich diese Kurve an und fragt, naja, entspricht das den Massendaten? Wir haben mal gegengespiegelt, was sozusagen die Suchstrategien zum Thema Carsharing bei Google sind. Und dann sehen Sie, wir haben eine Korrelation von Punkt 9 annähernd. Das heißt, diese 100 Interviews sind im Prinzip in der Lage, Massendaten zu schätzen. Und das geht teilweise sehr, sehr weit, wo ich mich dann selber verwundere. Hier haben wir einfach mal die mittlere Dimensionalität der Matrizen als mathematisches Maß genommen, haben uns also gefragt, wie komplex ist das Bild, was ein Einzelner erzeugt, haben die mittlere Dimensionalität ausgerechnet und für verschiedene Länder abgetragen. Und da kann man sehen, in Pakistan haben die Leute beim Thema Auto keine große Dimensionalität. In Vietnam, Malaysia, Indonesien fängt das an. In China haben wir eine ständig komplexer werdende Kultur zum Thema Auto. Und in Deutschland haben wir eine abnehmende Autokultur. Ausgerechnet das Land,
was sozusagen beim Thema Auto das zentrale Land war, baut die Kultur ab. Und Sie kennen die ganzen Ergebnisse. Wir haben heute eben die Situation, so schlecht steht es um den deutschen Automarkt. Das, was mich daran fasziniert hat, ist, dass man das 6-7 Jahre vorher sehen konnte, dass die Bewertungsmuster der Menschen sich ändern. Also eine große Klarheit habe ich auf jeden Fall gewonnen dabei. Die kulturellen Bewertungsmuster laufen dem Verhalten vorweg. Also wenn Sie eine kulturelle Änderung haben, beginnt das in den Wertemustern der Menschen und wandert erst dann in das Verhalten hinein. Das heißt, wenn Sie an den stabilisierenden Wertemustern dran sind, und deshalb ist das Thema Kultur so extrem wichtig, dann können Sie einigermaßen vorhersagen, was die Menschen dort tun werden. Aber der Vorlauf ist beeindruckend. Wir haben das inzwischen für ganz verschiedene Unternehmen gemacht, über 50.000 Interviews weltweit. Und glauben Sie mir, es ist für mich nichts faszinierender, als wenn die Datensätze von irgendwo kommen. Es ist so verrückt, hier zu sitzen und verstehen zu dürfen, wie die Chinesen das Thema Sportlichkeit verstehen oder so etwas. Da wir dort nicht sprachgebunden sind, sondern die Sprache von den Leuten kommt, können wir ohne Übersetzung immer in die anderen Länder gehen und man kriegt ein interkulturelles Verständnis auf eine Art, wie ich mir das wirklich nicht erträumt hatte. Und diese Art von Vorgehen haben wir jetzt zum Thema Führung gemacht und das würde ich Ihnen gerne zum Abschluss noch vorstellen, was wir dort im Sinne eines Werkstattberichtes als Ergebnisse haben. Das Erste, was wir gemacht haben, und das ist der erste Werkstattbericht, ist diese Generation Y, Employer Branding, Arbeitswelt der Zukunft und die Rolle von Führung. Das haben wir in Kooperation mit Gotha gemacht. Zu Beginn fangen wir immer sehr harmlos an und sagen, naja, mich interessiert das Thema, nehmen wir uns mal 30 Leute und interviewen die. Also mit einem sehr kleinen N. Das haben wir damals gemacht im Februar 2013, 15 Abiturienten und Abiturientinnen und 15 Masterstudierende. Und wir haben dann etwas andere Elemente natürlich gewählt. Sie sehen das hier, was mir wichtig ist, attraktive Arbeitgeber, Arbeitswelt der 50er bis heute, ich als Schüler, Student, Start-up-Unternehmen und so weiter. Und aber das eigentlich Interessante, und da will ich wirklich nur so einen oberflächlichen kleinen Sketch kurz zeigen, das hier war bei 30 Leuten die Streuung. 30 Leute befragt und sie haben nicht eine klare Ausrichtung dessen, was die in Zukunft haben wollen, sondern sie haben eine maximale Divergenz. Die einen wollen nach rechts, die anderen wollen nach links. Da habe ich gesagt, bei 30 Leuten eine solche Unterschiedlichkeit der Wertewelt. Die einen sitzen hier und die anderen sitzen da. Das kann doch fast nicht sein. Da habe ich gesagt, Leute, das ist ein Artefakt. So eine Unterschiedlichkeit bei 30 Leuten, das kann nicht sein. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, komm, nachladen. Wir haben dann 50 Abiturientinnen und Abiturienten befragt. Wir haben 50 Masterstudierende befragt und haben uns das Bild dann angeschaut und ist das gleiche Bild. Das heißt, die erste Aussage, und die steht wirklich massiv im Raum, wenn Sie mit jungen Leuten heute reden, glauben Sie mir, die Generation Y ist kein kohärentes Muster. Da gibt es nicht die, die man immer in der Presse liest. Das sind die, die sozusagen ganz in die Autonomie wollen und so. Das sind zwei völlig verschiedene Resonanzmuster, die dort sind. Und wie verschieden die sind, da habe ich mich wirklich fast verjagt, weil ich das nicht geglaubt hatte, dass das so geht. Dieses hier ist das Muster der einen Gruppe. Die sagt übrigens, was für mich Arbeit ist, ist ein persönlicher Lernweg. Ich will eigenständig sein, unangepasst, experimentell, vernetzt, vielfältig, sinnvoll und glücklich. Das sind die zentralen Werte, die wir dort haben. Was wir gar nicht wollen, ist fremdbestimmt, konventionell, geordnet, hierarchisch, monoton, unerfüllt, gezwungen. Das ist ungefähr das, was den Digital Natives unterstellt wird. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die sieht das ganz, ganz anders. Das sind wieder ungefähr 50%, die sagen, es soll für mich durchorganisiert, etablierend, sicher, hierarchisch, zielgerichtet, professionell und engagiert sein. Was ich gar nicht will, ist alleinverantwortlich sein, unterbezahlt, unsicher, chaotisch, unmotiviert, naiv und passiv. Und diese beiden Wertewelten stehen, und das ist mathematisch für uns immer der Hammerteil, die stehen senkrecht aufeinander. Das heißt, das, was der eine gut findet, findet der andere explizit schlecht. Und was der eine explizit gut findet, ist für den anderen das Problem. Ich frage mich immer, wie reden die miteinander? Und ich habe mich dann gefragt, was passiert da? Ich glaube, das, was hier passiert ist, da setzen junge Leute eine Wette auf die Zukunft. Die einen setzen die Wette und die anderen die. Und da fragt man sich immer, wo kommt die Unterschiedlichkeit der Wetten her? Und meine Antwort darauf ist wahrscheinlich von der gesellschaftlichen Situation. Wir haben eine Situation, wo wir uns absolut nicht darüber im Klaren sind, geht es nach links oder geht es nach rechts? Und junge Leute machen das, was junge Leute dürfen. Sie überpointieren. Sie sagen dann, okay, dann entweder oder, aber nicht dazwischen. Das heißt, die sind nicht sehr kompromissbereit, sondern die setzen ihre Wette auf das ein oder andere Muster und das tun sie sehr unbewusst, aber sehr, sehr klar. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dieses ist sozusagen der Idealzentrum der einen Gruppe, die sagt ganz klar Autonomie, die andere Gruppe sagt ganz klar Sicherheit und das sind zwei verschiedene Muster, die sich wirklich im Raum trennen lassen, die sogar mathematisch senkrecht aufeinander stehen. Ganz selten gefunden, ich kann mich fast nicht erinnern,
an einen Datensatz, der so klar war wie dieser. Da würde ich mich wirklich weit aus dem Fenster lehnen. Wenn wir dort sogar einen Fragebogen starten würden, müssten wir das wahrscheinlich in der gleichen Art wiederfinden, weil das Muster doch sehr, sehr dramatisch ist. Wenn man sich das im Clusterraum anguckt und unterteilt, findet man da allerdings, dass die Gruppe, die auf Sicherheit geht, aus zwei Subgruppen besteht. Also ist nicht ganz so undifferenziert, wie ich es gerade gesagt habe, sondern hier gibt es zwei Gruppen, die sich auseinander dividieren lassen mathematisch. Und wenn man sich das anguckt, dann haben wir eben zwei Leute, die ideal zwar hier auf die hierarchische Seite setzen, die anderen auf die, aber diese beiden Gruppen unterscheiden sich schon relativ deutlich. Die rechte Gruppe, die Gruppe, die ideal rechts hat, sagt, pass auf, so sieht die Entwicklung der Arbeit aus. Wir gehen sozusagen von dieser linken unteren Ecke, wo es fremdbestimmt und konventionell ist, stramm rüber in die rechte obere und da will ich auch hin, eigenständig, unangepasst und experimentell. Die andere Gruppe hat ein gänzlich anderes Muster, eine gänzlich andere Einschätzung der Entwicklungsrichtung. Da geht es von hier unten rechts, vom unterbezahlten und chaotischen nach hier oben links, durchorganisiert, erfolgreich und sicher. Und da gibt es eben eine dritte Gruppe, die eigentlich die gleiche Zielvorstellung hat wie diese Gruppe A, die aber der Meinung ist, und übrigens weiß ich sogar, dass sich diese Gesellschaft in die andere Richtung entwickelt. Und diese Gruppe hat Angst vor der Entwicklung. Die sagen, pass auf, eigentlich will ich in die hierarchische Situation, aber ich habe den Eindruck, das zählt heute nicht mehr. Die sind wirklich unter Angstdruck, die legen ihr Ideal ganz woanders hin und sagen, da wo sich die Gesellschaft für mich hinbewegt, da will ich nicht sein. Ich möchte eigentlich sogar zurück in diese alte, schöne, stabilisierte Situation. Nur eine große Bitte, wenn Sie diese beiden Gruppen unterscheiden, kommen Sie nicht auf die Idee, dass die rechte Gruppe die High Potentials sind und die linken sind die Loser. Das ist auf beiden Seiten gleichermaßen hochintelligente Leute, die nur eine unterschiedliche Wette setzen. Und wenn Sie sich das anschauen, wie klar das Muster ist, ist schon beeindruckend. Hier haben Sie die Rolle Führungskraft und mein Traumjob. Das ist bei dieser Gruppe klassische Karriere geradezu identisch, gute Absicherung auch identisch. Nur diese Gruppe Selbstbestimmung sagt, pass auf, ich will alles werden, aber Führungskraft will ich nicht werden. Das ist überhaupt nicht mehr mein Thema, das ist nicht das, woran ich bin. Übrigens interessanterweise, wenn Sie diese beiden Gruppen zum Thema Work-Life-Balance befragen, dann kriegen Sie bei beiden Gruppen, Work-Life-Balance ist ganz wichtig. Nur die haben zwei völlig unterschiedliche Interpretationen davon, was Work-Life-Balance ist. Also wieder das gleiche Problem, stellen Sie die Frage, ist Work-Life-Balance wichtig, kriegen Sie als Antwort ein undifferenziertes Ja. Aber die Verständnisweise dahinter ist absolut nicht die gleiche. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie Fragen stellen, die Antwort könnte das Eigentliche bereits verdecken. Wenn man sich das anschaut, Thema Selbstständigkeit, dann sagen die Leute hier rechts tatsächlich, Selbstständigkeit ist mein eigentliches Thema, Autonomie hat für mich Priorität und hier wird Autonomie geradezu zur Bedrohung, dass die Leute sagen, pass auf, Selbstständigkeit, das ist etwas, was ich eigentlich nicht wirklich will, aber ich befürchte, dass die Gesellschaft mich in die Richtung schubst. Und dann kann man die Leute sozusagen mathematisch daraufhin betrachten, wie sehen die sozusagen die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels von Führung. Wir haben hier einfach mal ein Portfolio aufgespannt. Da sind die unten in der rechten Ecke, heute gut, morgen schlecht in der Einschätzung. Die verteidigen den Status quo. Hier oben sagt man heute gut, morgen gut. Die sind begeistert für den Status quo. Hier rechts sagen die Leute heute schlecht, morgen schlecht, Burning Platform, die wollen dringend eine Änderung. Und hier oben sind die Leute fasziniert für die Zukunft. Morgen ist gut, heute ist schlecht. Und jetzt können wir jede einzelne befragte Person im Portfolio einordnen. Und das sieht dann so aus. Das ist sozusagen das Muster, was dort entsteht. Gucken wir uns die drei Gruppen an, dann ist das eigentlich ein sehr typisches Bild. Die klassische Karriereleute sagen, alles best, wir sind auf der richtigen Ebene, Optimierung reicht. Die Paradigmenwechselleute sind die mit der Selbstbestimmung. Die sagen, wenn wir wirklich das System nicht grundlegend ändern, dann wird es nicht funktionieren. Und die gute Absicherungsleute haben eine Burning-Plattform, die fühlen sich einfach nur bedroht. Das heißt, wenn wir uns das ganze Muster angucken, bitte trivialisieren Sie die Generation Y nicht. Die Leute sind hochdifferenziert, die haben ganz verschiedene Verständnismuster. Also diese Schlagzeilen nach dem Motto Generation Y, das sind die Aufstiegsverweigerer, die keine Karriere machen wollen. Das stimmt einfach nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Wertemuster. Es gibt sozusagen keine pauschale Aufstiegsverweigerung, sondern das Ganze ist Symptom der Orientierungssuche im beginnenden Paradigmenwechsel von Führung. Die Gesellschaft ist sich nicht klar und deshalb entscheiden sich die Jungen in zwei verschiedene Richtungen. Und dann wird es natürlich interessant, in der Folge mal einen Blick in die Köpfe von Führungskräften zu werfen. Das haben wir dann in der Folge getan, in dem Fall gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit, also ENQA. Und wir haben dort mal 200 Führungskräfte als erstes befragt, aber Sie werden es gleich merken, in den Ergebnissen entsteht etwas, was uns geradezu verpflichtet, nochmal 200 nachzuladen, weil das ein hochdifferenziertes Bild war. Im Gegensatz zu dem, wir haben also ganz verschiedene Leute befragt, verschiedene Firmengrößen, haben also versucht, dort ein einigermaßen gutes Sample zusammenzustellen. Und wenn man sich das Bild anguckt, dieses hier waren sozusagen die Vergleichselemente, die wir dort gewählt haben.
Da geht es eben rund um das Thema gute Führung, Art von Führung, Führungspraxis über der Zeit. Und das Interessante ist dann, wenn man sich das Muster anschaut, ist das ganz anders als bei den Jugendlichen. Sie erinnern sich, bei den Jugendlichen war das Grüne oben. Da gab es sozusagen eine rechte und eine linke Welt. Hier bei den Führungskräften ist die Welt so, wie wir es normalerweise kennen. Es gibt einen einheitlichen Korridor von links nach rechts. Es gibt sozusagen ein kohärentes Zielbild im Sinne von, wir wollen von da weg nach da. Wenn man sich das dann clustert, kommen tatsächlich eben solche Grundbegrifflichkeiten raus, die man als Raumrichtung haben kann, aber da sind wir noch nicht mit fertig. Aber das, was interessanterweise dabei zustande kommt, ist eben ein ziemlich hoher Streustern. Die Grundrichtung ist klar, es geht von links nach rechts, aber der Streustern, der hier beim Thema Führung ist, ist ein riesiger. Das heißt, wenn wir da clustern, finden wir selbst auf der Basis von 200 Leuten schon 5 verschiedene Verständnisweisen von Führung. Eine Verständnisweise, 2 davon gehen nach oben und 3 verhalten sich mehr im unteren Raum. Und wenn man sich dann die Bedeutungshaltigkeit dieser Räume anschaut, erste Aussage ist, bei den Jugendlichen haben wir ein anderes Muster. Die Jugendlichen haben einen zweigeteilten Raum, die haben eigentlich gar keinen gemeinschaftlichen Werteraum. Das sind 2 getrennte Kulturen. Bei den Führungskräften haben wir einen einheitlichen Werteraum. Wenn man sich die Streuung anguckt, sieht man, dass bei der Generation Y die Streuung deutlich größer ist, das Alignment niedriger als bei den Führungskräften. Und wenn man sich dann diesen Raum erst anschaut, der da ist, dann kann man so eine Art SWOT-Analyse machen und dann sieht man halt, das Ganze geht von links oben nach rechts. Man merkt hier schon, die Schwerpunkte rutschen ein bisschen zusammen. Das wird gleich relativ wichtig. Hier ist die Führungspraxis heute, da müsste sie eigentlich sein. Und wenn man dann das Ganze dreht in diese andere Achse, in die Z-Achse, dann sieht man halt diese Konzeptunterschiede. Und da merkt man, 2 Hauptachsen sind auf jeden Fall schon drin, selbst auf dieser Basis der Auswertung. Unten ist es Hierarchisierung, oben ist es Demokratisierung, rechts ist es Fokus auf System und links ist es Fokus auf Mensch. Und dann spannen sich tatsächlich ein Raum auf, wo hier unten in der Führungspraxis heute Gewinnmaximierung, Effizienzsteigerung, Zielvereinbarung, Kennzahlensteuerung die großen Themen sind. Wandern wir dann hoch, dann geht das in Diversity Management, Netzwerkbildung, Transparenz, Entscheidungsautonomie bis hin zur Demokratisierung. Gehen wir auf die Seite hier rüber, mehr Fokus auf Personen, dann ist es Gemeinwohlorientierung, Personal Coaching, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und hier unten ist es dann die Vorbildfunktion von Führung. Das war mir bei weitem nicht differenziert genug. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen dringend nachladen. Nur diese Grundmuster sind schon da. Wir haben also ungefähr die Hälfte der Leute, die mehr hier in diesen Demokratisierungsbereich rein wollen und die andere Hälfte, die eigentlich mehr in dem Bereich hier verbleibt. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die Bewertung von Zielvorgabe oder Zielvereinbarung und Strategie grundsätzlich anders ist. Bei diesen unteren 3 Gruppen ist Strategie und Zielvereinbarung relativ nah dran am Ideal. Die anderen sagen, nein, Führung ist nicht mehr Strategie und Zielvereinbarung. Die bringen das bereits vom Ideal weg. Zielvereinbarung und Strategie sind nicht mehr in deren Fokus. Aber das eigentlich Interessante auf dieser Basis der Auswertung war für mich das, wir haben mal geschaut, wie schätzen die Entwicklung über der Zeit ein. Und dann sehen Sie, dass die 3 unteren Gruppen, die sagen übrigens, wir sind im Bereich von Zufriedenheit mit dem Status quo. Bei denen sieht das so aus, dass sie sagen, zwischen ist und soll ist fast kein Unterschied beim Thema Führung. Führung, so wie sie heute ist, ist richtig. Und die anderen beiden Gruppen sehen einen maximalen Unterschied heute zwischen ist und soll. Sie können sich auch da vorstellen, wie schwierig das ist, da zu diskutieren. Die einen sagen, ich habe einen maximalen Druck in Richtung Prozessmusterwechsel und die anderen sagen, wovon redest du? Also dort eine große Dissonanz in der Bewertung. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Unterschiedlichkeit der Bewertung in den Köpfen der jungen Leute genau zu dieser Art von Divergenz führt. Das heißt, meine Hypothese ist, die sich in der beruflichen Orientierung befindende Generation Y überpointiert die bei den Erfahrungsexperten vorhandene Ambivalenz bezogen auf die Idee guter Führung. Solange wir nicht klar nach außen kommunizieren, was wir da haben wollen, müssen wir uns nicht wundern, wenn die andere Seite dort sozusagen eine hohe Suchstrategie hat und nicht weiß, worum es geht. Schauen Sie sich die Entwicklung an über alle, also nicht nach Gruppen aufgeteilt, dann sagen eigentlich alle, seit den 70er, 80er auf die 90er haben wir uns eine große Distanz zwischen dem, was Führung sein sollte und dem, was Führung ist, erwirtschaftet. Mit dieser Orientierung auf Effizienzsteigerung, Gewinnmaximierung und Zielvereinbarung, also dieser ganze Teil von Management by Objectives, war nach Meinung der Führungskräfte eine Überpointierung in eine bestimmte Richtung. Das müssen wir korrigieren, da wollen sie eigentlich alle in irgendeine andere Richtung gehen. Das heißt, eigentlich geht es darum, hier oben gute Führung hinzugehen und da ist die Frage, was müssen wir tun, um diese von allen wahrgenommene Lücke wieder zu schließen? Und da gucken wir natürlich gerne in diese Räume rein und fragen uns, sind die logisch? Ja, die sind logisch. Hier unten haben wir die Großunternehmen, hier eher die kleineren Unternehmen. Und wenn man sich den Raum in seiner Bedeutungshaltigkeit anguckt, fällt etwas sehr deutlich auf. Hier unten haben wir ein sehr, sehr dichtes Netz von Bemerkungen, die die Leute gemacht haben. Das heißt, wenn die über was reden,
reden die ganz differenziert über den unteren rechten Teil des Raumes, die reden über das alte Konzept von Management. Aber wenn Sie hier oben gucken, die Vision von Führung, da gibt es fast keine Begrifflichkeit. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch Leute, da reichen mir jetzt 200 bei weitem nicht. Wenn ich verstehen will, wohin sich dieser Raum entwickelt, brauche ich mehr Input. Und das ist tatsächlich eine große Bitte, wenn Sie uns in irgendeinem Zusammenhang Führungskräfte nennen können, die wir weiter befragen können. Ich bin einfach hochgradig daran interessiert, was entsteht hier oben in dieser Welt, die sozusagen die geplante Zukunftswelt ist. Da brauche ich deutlich mehr Input, als ich im Moment habe. Das, was wir hier im Moment vor uns haben, nennen wir ganz gerne einen Sehnsuchtsraum. Die Leute wissen ganz genau, was sie nicht wollen, aber sie wissen noch nicht, was sie wollen. Und an dem Punkt braucht es tatsächlich die kollektive Intelligenz. Also große Bitte, wenn Sie sich dort beteiligen mögen, würde ich mich sehr freuen. Das ist www.guteführung.de im Stand H30 in der Halle 2.1 oder eben bei Inqua. Dort können Sie sich sozusagen melden, wenn Sie wissen, wer da als Interviewpartner interessant wäre. Wir würden gerne bis zum Anfang des nächsten Jahres das komplettieren, um sozusagen aus der Menge Mensch das Gefühl zu gewinnen, wohin die Reise geht, weil am Ende glaube ich, dass man als Einzelner darüber weder bestimmen kann, noch intelligent genug ist, sondern wir brauchen die Intelligenz aller im Sinne einer kulturellen Betrachtung. Wenn ich es zusammenfassen sollte, würde ich sagen, wir haben mit Sicherheit, das sehe ich einfach als Systemtheoretiker so, wir haben eine Explosion der Vernetzung. Und diese Explosion der Vernetzung ist wie ein Erdbeben. Und das Epizentrum dieses Erdbebens lag eigentlich im Bereich der Kunden, im Markt. Da hat es begonnen. Und von da hat sich die Schockwelle ausgebreitet, sozusagen Hoch-PR und Marketing, interne Kommunikation, dann kam das Thema Enterprise 2.0 sozusagen in die Unternehmen. Wir haben es zu neuen Kulturentwicklungsprozessen notgedrungen geführt und ich glaube, jetzt ist dieser Tsunami angekommen auf der Führungsetage und deshalb ist das Thema Führung tatsächlich für meine Begriffe das Zentrale der nächsten Jahre, weil darum müssen wir schlicht eine Antwort finden, wie gehen wir mit der Sache um. Nur wenn Sie da nach einer Antwort suchen, gestatten Sie mir am Ende noch einen kleinen Filmausschnitt von IBM. Bitte machen Sie es nicht auf diese Art. Bitte antworten Sie nicht so. Wo ist denn Erik? Der kommt sonst immer zum Markt. Böser Sturm letzte Nacht. Vielleicht ist er aufs Riff. Vielleicht über Bord gegangen. Vielleicht ertrunken. Oder Haie. 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 Vielleicht verkauft er seinen Fang online. Direkt vom Boot. Haie, Haie. Wireless E-Business von IBM. Einfach kaufen, einfach verkaufen. Von überall. So sind Menschen normalerweise drauf. Also wann immer man etwas ändert, sagen die Leute, mach's doch erstmal so weiter, wie es war. Typisch menschlich, so geht's nicht. Und da wir noch eine kleine Minute Zeit haben, gestatten Sie mir noch einen letzten kleinen Ausschnitt, Filmausschnitt. Und zwar würde ich Sie bitten, einfach mal zuzuschauen, wie sich die Zukunft entwickelt. Nicht ganz ernst gemeint, aber ganz witzig, kommt natürlich auch aus dem Internet. Schauen Sie einfach mal dem Auto hinterher und begreifen Sie, worum es in Zukunft geht. Schauen Sie einfach ganz aufmerksam dem Auto hinterher. Thema, vor dem wir tatsächlich stehen. So wach waren Sie noch nie. Dankeschön.